Ja, ne? So, wir transferieren erstmal sämtlichen Schrott. Und dann transferieren wir hier nochmal ein bisschen was rein. Ach, das waren Baseballgranaten. Geil. Gute Idee. Achso, ja, wir haben bestimmt noch mehr als nur Waffen dabei gehabt. Oder? Nee, tatsächlich haben wir nur das dem guten Dog Meat gegeben. Wir tragen immer noch sehr, sehr viel. Wegen diesen ganzen Kötercoin zum Beispiel. Das nimmt halt viel Gewicht weg. Auf der anderen Seite brauchen wir so gut wie gar keine Steelbags. Nur wenn wir verkrüppelt werden, benötigen wir die noch. Was ja auch erstmal nicht schlecht ist. Was war denn hier? Zusammenfassung. Radio Freedom hat eine seltsame Nachricht eines Roboters gemeldet. Ach so. Okay, das war aus Radium Freedom. Können wir ja mal hinlatschen. Wir sind da mit einem Ort in der Nähe sind. Gut aufgestellt. Naja, gut. Schauen wir mal, wie wir den Siedlern da hinten irgendwie helfen können. Grey Garden. Ja, da sind ja alles voll mit Robotern. Was ist denn hier los? Ich mach mal lieber einen Quick Save. Willkommen in Grey Garden, Liebling. Dies ist die erste und einzige Hydrokultureinrichtung im Commonwealth, die ausschließlich von Robotern betrieben wird. Okay. Das finde ich ja interessant. Es gibt hier keinen einzigen Menschen? Ganz richtig, Liebling. Wir sind vollkommen autark und benötigen keinen Menschen, der unsere Tätigkeiten überwacht. Du musst wissen, dass es hier zwei Arten von Robotern gibt. Die Arbeiterdrohnen übernehmen einfache Tätigkeiten und Wartungsaufgaben. Wir Aufseher, also ich selbst, Green und Brown, besitzen komplexe kognitive Prozessoren. Wir sind in der Lage, komplizierte Probleme zu analysieren und Entscheidungen zu treffen. Ein Beweis für die Genialität unseres Erbauers, Dr. Edward Gray. Okay, das interessiert, das hört sich ja lustig an hier, was der da labert. Der war verrückt, den kannten wir. Kannten wir den? Weiß ich gar nicht mehr. Was ist aus Dr. Gray geworden? Wie so viele andere ist er im Krieg umgekommen. Ein schrecklicher Verlust. Robotertechnik und künstliche Intelligenz waren die große Leidenschaft unseres Erbauers. Nur seine Liebe zum Fernsehen war ähnlich groß. Vielleicht ist dir bereits aufgefallen, dass ich eine recht einzigartige Persönlichkeit besitze. So wie auch die anderen Aufseher. Sehr merkwürdig. Wieso hat euch diese Persönlichkeiten verpasst? Ein Genie ist ruhelos. Es kann Stillstand nicht ertragen. Dr. Gray hatte genug von der Standardpersönlichkeit des Mr. Handy. Er hat sich von seinen Lieblingscharakteren aus dem Fernsehen inspirieren lassen. Und wir sind das Ergebnis. Es gibt noch ein paar weitere Dinge, die du wissen solltest. Sprich mit Green, wenn du Vorräte brauchst. Wenn du Kronkorken benötigst, hat Brown eventuell ein paar Jobs für dich. Ah, da wäre noch eine Sache. Eigentlich eine Frage. Sag mal, was hältst du eigentlich von dem Wasser in der Gegend? Ich bin bei den Minutemen. Kann ich dir irgendwie helfen? Aber ja, darauf wollte ich hinaus. Das Wasser. Es ist einfach schrecklich. Geringer Druck, hohe Strahlung. Eigentlich ist es giftig. Stell dir vor, was es mit meiner Haut macht. Das funktioniert nicht. Wenn ihr Minutemen uns helfen könntet, wäre ich euch äußerst dankbar. Klar, kann ich euch helfen. Wunderbar, einfach wunderbar. Unser Wasser kommt hauptsächlich aus der alten Western-Anlage südlich von hier. Ein echter Schandfleck.
Sei so lieb und schau da mal vorbei. Finde raus, was du tun kannst. Vielleicht ein bisschen aufräumen? Ist bestimmt schmutzig. Wenn du es zum Laufen bringst, lasse ich mir auf jeden Fall was Schönes einfallen. Ah ja, sehr interessant. So, was haben wir hier auf, Sir Brown? Dann landen Kronkorken in deiner Tasche. Also, ab mit dir. Ah ja. Wo ist denn der andere? Mr. Green. Der fehlt uns noch. Könnte er das sein? Bereit, deinen großartigen Einkaufstrip zu starten? Was hast du vorrätig? Wenn du jetzt zugreifst, kannst du dir einen dieser großartigen Preise sichern. Sämtliche Waffen und Munition, die du tragen kannst. Außerdem medizinische und allgemeine Vorräte. Ein wahres Eldorado. Du klingst wie der Moderator einer Spielshow. Das ist die korrekte Antwort. Gut gemacht. Ladies und Gentlemen, sollen wir dem glücklichen Gewinner verraten, welchen großartigen Preis er gewonnen hat? Ich hab was gewonnen, was? Klar, okay. Hier entlang bitte. Schauen wir uns den großartigen Preis einmal an. Finde ich irgendwie lustig. Ja, und jetzt? Ein brandneues Auto. Wow. Ein brandneues Auto. Ja, naja. Ein brandneues Auto. Wow. Wenn du bereits das Neueste in Sachen schicker, atomar betriebener Mobilität besitzt, kannst du dir deinen Preis auch auszahlen lassen. Wie klingen 100 Kronkorken? Das wäre nett. Moment. Mal eben kurz umziehen und dann machen wir es nochmal. Also mit dem Redungsversuch, sag ich mal. Mal die Waffe weg. Neues Auto. Wow. Wenn du bereits das Neueste... Wie klingen 100 Kronkorken? Wie wär's mit etwas mehr? Oder keine andere Möglichkeit? Meine einzigen Möglichkeiten? Du bist wirklich ein harter Verhandlungspartner, das muss ich sagen. Also, wie sieht es aus? Ich habe eine Idee. Machen wir einen Deal. Gefällt mir. Wie wäre es mit 150 Kronkorken? Wir können es ja einfach probieren. Aber da geht doch bestimmt noch was, oder? Hey, du willst wirklich dein Glück herausfordern, was? In Ordnung. Dann 200 Kronkorken. Ich muss dich warnen. Wenn du noch mehr haben willst, könntest du disqualifiziert werden. Also hör lieber mit dem Falschen auf. Ja, jetzt ist es auch schon rot. Hier, bitteschön. Wenn du den Gewinn dazu nutzen willst, etwas von Robco zu kaufen, dann werden wir uns sicherlich nicht beschweren. Haha. Nun, es war mir eine Ehre. Danke, dass du mitgespielt hast. Kein Problem. Ist der Preis immer heiß. Sollen wir einen Deal machen? In Ordnung. Na klar. So, schauen wir doch mal, was er hat. Okay, Müll. Aha, Müll. Aha, brauche ich nicht. Okay, irgendwie, ja, Stoff. Nee, Stoff bräuchten wir nicht. Wir bräuchten Kleber, das würde ich sofort nehmen. Kleber würde ich kaufen, aber sowas, naja. Ist jetzt gar nicht so wichtig für uns. Deswegen, naja, nehmen wir es mal eher nicht. So, unsere Rüstung einmal wieder angezogen. Okay, dann haben wir hier wieder jede Menge tolle Dinge erledigt. Sehr gut. Ach, da ist die Wasseraufbereitungsanlage, die wir untersuchen sollten. Wir mussten auch irgendwo noch eine andere Mission machen. Wo wir diesen Typen befreien sollten oder so. Wo war das denn? Da. Hier der Funknachricht nach. In Trinity Plaza. Na komm, was soll's.
Lasergewehre und Laserpistolen verursachen hohen Energieschaden und können Gegner vollständig auflösen. Ja, das stimmt allerdings. Haben wir schon ein paar Mal jetzt mittlerweile gesehen. Sieht mal ganz lustig aus. Oh, und ich bin so blöd. Wir wollten doch eigentlich noch... Mann, wir wollten doch noch, wo war das denn jetzt? Wo wir eben waren. Irgendwo hier unten oder so? Ich hab's nicht mehr ganz... Hier, ne? Nee. Doch, klar, hier, Monsignor irgendwas. Da müssten wir nochmal rein und eben schnell alles abluten. Habe ich total vergessen schon wieder. Das ist ja jetzt eigentlich nur einsammeln. Erledigt sein sollte da ja alles schon. Haben wir ja vorhin gemacht. Schnauze. So. Ich muss einmal den Weg hinein wieder suchen. Hier sind wir auch reingegangen. Shit. Was? Hier ist jemand. Hier ist keiner. Hier waren wir doch rein, oder nicht? Wo sind wir denn drin gewesen vorhin? Warte, stimmt, wir haben doch einen Questlog. Müsste man das eigentlich sehen? Doch, aus Monsignor. Noir, oder wie auch immer. Aus Monsignor. Also irgendwo wird es da einen Weg reingeben. Hier waren wir auf jeden Fall nicht. Wir können aber da über die grüne Tür, denke ich mal, ganz easy... Ja, da können wir rein. Ist das halt ein anderer Eingang, ist ja nicht so schlimm. Wir müssen nur auf jeden Fall einmal den Raum oder ja, die Umgebung hier noch einmal sichern. Ein Polizeiprotektor. Interessant. Hier ist keiner. Yes, names, halls. Bild. Ich weiß nicht, wo er ist. Möchte aber gerne das Terminal entsperren, bevor er da ist. Hört halt mal, wenn wir auftreten, genau. Wenn wir aufstehen. Was haben wir denn für einen Persönlichkeitsmodus? Rechtsvollzug. Ja, gut. Ja. Ich schütze und diene. Ich muss eine Wehr. Scheiße, was war das? So, soll er doch gleich mit dem Protektor fighten. Statt mit uns. Der wird ihm dann schon zeigen, wie es geht hier. Da kann er nicht dran an den Schrank. Scheiße, das sieht nach einem Hin. Irgendwie was zum. Oh, wir looten wieder alles ab. Das kennt er ja schon. Oh Gott, Alter. Packen da Köpfe in den Kühlschrank. Was ist denn mit dem? Zumindest sieht es verdammt nochmal danach aus. Wow. Puh, Alter. Das hat mich voll erschrocken. Was? Ist noch ein Schärfen hier, oder was? Nee. Er rennt irgendwo oben herum. Hier ist wieder der Bereich, wo wir letztes Mal waren. Hier sind wir hochgegangen. Ah, okay, dann war das da. Alles Kellerchen. Da müsste er ja hier sein. So, erledigt. War ja nicht wirklich schwer. Aha. Sehr interessant aufgestellt hier wieder alles. Gridworlds Terminal. Oder Griswold. Oder wie auch immer. Systeme angeschlossen. Aber endlich alle Terminals angeschlossen. Hä? Okay. Paar Holobänder. So. Nehmen wir einfach mal das Holoband mit. So. Und was da? Haben wir noch was Interessantes? Können wir die Klingel? Geil. Ach, das sollte eine Granatenbucket.
Sollen das hier ernsthaft Fallen gewesen sein? Die habe ich ja nicht mal als solche entdeckt. Oder wahrgenommen. Ah, schöne Kaliber 50 Patronchen waren dabei. Sehr nett. So. Na, komm aus dem Weg. Yeah, Nuka-Cola ist noch drin. So, erledigt. Das war jetzt nun wirklich kein schwerer Gegner, muss man sagen. Huch, achso, hier können wir nur wieder ein bisschen was kochen. Dreckiger Ödländer. Komm, wir machen mal. Obwohl, nee. Man konnte hier unten noch irgendwie. Wo war das denn, wo man dieses. Ach nee, das konnte man an der, dieser anderen Station machen. Dieses extrem gut Getränk, was ungefähr alles heilt. Also was alles heilt. Sogar nicht nur ungefähr, sondern es heilt alles. Und zusätzlich noch minus 1000 Rad macht und so ganzen tolles Kram. Sus Terminal. Finger weg, sonst stirbst du, besonders du, Griswold. Oh oh. Schließlich schieß ich dreimal auf ihn. Ich habe auch irgendwas sich aktivieren hören. Hier, Laborstation. Dann können wir das irgendwo herstellen. War das hier? Hier sind nur Drogen. Heilung. Das muss hier gewesen sein. Erfrischendes Getränk. Das war's. Antiseptikum benötigen wir noch. Mal noch warten drauf. Aha. Huh. Was war das? Ist irgendwas in die Luft gegangen? Hat mich jetzt aber nicht sonderlich gut getroffen. Von daher ist es okay. Alter. So. Hier brauchen wir einen Reddix. Sonst werden wir das wahrscheinlich nicht lang überleben. Beziehungsweise zwischenspeichern und jetzt das Reddix einwerfen. So, Reddix reingeworfen. Schon hält man es wesentlich besser aus. Da unten ist die ganze Strahlung. Expertenschloss. Da werden wir etwas Zeit für benötigen. Ja. Oh. Schon offen. So, kommen wir direkt raus. Mal gucken, wo. Dafür, dass hier so Strahlung war, ein Expertenschloss, muss ja eigentlich ein toller Ausgang sein. Naja. Na gut, das ist jetzt auch. Naja, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein toller Ein- oder Ausgang oder was auch immer war. Egal. Ich bin zufrieden erstmal. Wir haben hier wieder alles looten können. Theoretisch fehlt uns die alte da oben mit ein paar Lederlappen, die wir da ja doch gelassen haben. Aber pff, ist doch egal. Braucht man nicht unbedingt. Man muss ja nicht immer alles mitnehmen. Also so ausnahmslos alles. Aber hier haben wir noch ein paar Mutanten zu töten. Das werden wir noch eben machen. Auf jeden Fall. Ich könnte auch eigentlich mal zu der Detail gehen. Einfach, weil es mich selbst interessiert, wie es da aussieht, was man da zu tun, was man da so tun kann und so weiter. Ist vielleicht gar nicht so uninteressant. Das mit den Synth auch einfach, ne? Radio Trinity Tower Signal. Da ist noch ein Gebäude. Müssen wir da etwa noch. Werde ich wahrscheinlich nicht viel treffen, aber ich probiere es. Aber haben wir hier. Was ist denn das? Das ist mein Hund, der da so laut ist. So, da kommt noch einer. Schon mal keine blinkende Bombe am Arm, das ist schon mal gut. So, das war's mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen.
lass mir doch einen Kommentar da oder auch ein Like. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn du ein Abonnent bist, vielen Dank fürs Abonnieren. Wenn nicht, dann jetzt sofort abonnieren.